Einen wunderschönen guten Tag hier bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Distrained in der Deluxe Edition. Distrained ist ein etwas Retro-Art, Lookalike-mäßiges Spiel und da bin ich immer ein ganz großer Fan davon, meine Bulettenfresser da wegzunehmen und genießt jetzt einfach das Spiel und neues Spiel starten. Meine Menschlichkeit stand zum Verkauf. Und ich verkaufte sie. In dem Moment begann mein Abstieg. Dies ist meine Geschichte. Und dies sind die Dinge, die ich bedauere. Ah, die kleinen Beine. Ach, wie geil. So, was haben wir denn? Ich bin gerade erst angekommen. Okay, alles klar. Die Sounds sind ja übel. Entschuldigen Sie? Ich bin auf der Suche nach Mrs. Goodwin. Sie ist nicht hier. Gehen Sie weg. Diese Wohnung ist es wohl nicht. Okay, alles klar. Wir müssen anscheinend eine Mrs. Goodwin suchen. Vielleicht hier? Jemand zu Hause? Wer ist da? Mrs. Goodwin? Nein, sie wohnt nebenan. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Wer sind wir denn? Wir haben so ein keckes Mützchen, uff. Und einen schönen Anzug an. Ach Gott, Alter. Sind wir ein Junge oder was? Wir sehen relativ pumpig jung aus. Mal sehen. Ich suche nach Mrs. Goodwin. Ist dies die richtige Adresse? Nein. Verschwinden Sie. Na, die sind ja alle gut drauf hier. Ich könnte spüren, sie wohnt hier irgendwo. Ja, ohne Zweifel. Es muss eine dieser Türen sein. Okay. Okay, wir können auch nicht rennen oder so. Oh! So, nun geht's weiter. Also, klappern wir nochmal. Ah, okay. Hier ist unser Menü. Das ist noch leer. Gucken wir es hier nochmal. Es riecht nach Blaubeertorte. Dies muss die richtige Wohnung sein. Na bitte, na dann. Ich sagte Ihnen, dass sie hier nicht lebt. Madame, ich weiß, dass Sie es sind. Würden Sie mich bitte hereinlassen? Es tut mir leid. Kommen Sie bitte herein. Mrs. Goodwin, was sagen Sie mal? So, na, was haben wir denn da? Das sieht ja komisch aus hier. Madame? Ich weiß. Es tut mir leid, dass ich dies tun muss, Madame. Was denn? Können Sie mir nicht etwas mehr Zeit geben? Wofür denn? Ich kann die Schulden bezahlen. Geben Sie mir eine Woche bitte. Oh nein, schmeißt du die jetzt hier raus? Es tut mir leid. Ich hasse das. Aber ich muss ihren Besitz finden. Ah, okay. Aber wo soll ich hin? Dies ist alles, was ich habe. Es tut mir leid, Madam. Entschuldigen Sie, ich sollte nicht so heulen. Aber es gibt so viele alte Erinnerungen hier. Ich verstehe, Ma'am. Oh, wo sind meine Manieren? Möchten Sie vielleicht eine Tasse Tee? Ach Gott, wisst ihr? Er schmeißt sie aus der Wohnung raus und sie bietet ihm einen Tee an. Irgendwie, ja. Ich würde eine Tasse Kaffee nehmen, wenn möglich. Oh, natürlich. Geben Sie mir eine Sekunde, junger Mann. Ohne Ansprüche stellen hier. Nö, ich möchte bitte nur Evian-Wasser. Kein normales. Ich könnte mich etwas umschauen. Okay, dann machen wir das mal. Ein Stuhl? Es ist ein Schaukelstuhl. Jede Großmutter hat einen. Was haben wir hier noch? Ein Blumentopf. Ein Sofa. Kann ich hier noch weiterlaufen? Nee, kann ich nicht. Was ist denn hier noch? Ja, ist ja schön hier. Kann man sich ja toll umsehen. Hier ist etwas reizarm hier. Ich kann nicht gehen, selbst wenn ich wollte. Okay. Aber wir haben auch kein... Ah, doch, jetzt hier. Es ist ein Hochzeitsfoto von Mr. und Mrs. Goodwin. Allerdings glaube ich, dass sie jetzt Witwe ist. Ach, wie traurig. Oh Mann, ich sollte das nicht tun. Nee, solltest du nicht. Man schmeißt keine alten Muttis aus ihren Wohnungen. Oh, was ist jetzt los? Okay. Siehst du, das hast du davon. Das passiert, wenn man alte Frauen aus ihren Wohnungen schmeißt. Auch dort oben schön. Guckst du dir an. Es tut mir leid, mein Lieber. Ich fürchte,
dass ich keinen Kaffee mehr habe. Kann ich Ihnen etwas anderes bringen? Na, danke, Madame. Hören Sie, Sie müssen bis Monatsende hier raus sein. Es tut mir wirklich leid, Madame. Nun, ich habe es nur mir selbst zuzuschreiben. Ja, oh Mann. Ja nun, ich muss jetzt gehen, Madame. Passen Sie auf sich auf. Warten Sie eine Sekunde, junger Mann. Vielleicht, wenn wir nur... Ach, egal, mein Lieber. Ich muss nun wirklich gehen. Passen Sie auf sich auf. Leben Sie wohl, mein Lieber. Oh, Omi. Oh, Mann, oh. Ich lasse Sie jetzt besser allein. Oh. Bricht dann ja das Herz, ey. Ja. Flur. So, und jetzt Jeg. Jetzt hat mein Job getan. Jetzt hat die alte Frau ihre Wohnung beraubt. Nichts passiert. Strom scheint da zu sein. Seltsam. Ich möchte hier nur weg. Ne? Ich glaube, ich dir von deinem schlechten Gewissen weg an den Arsch. Ja, da hat jemand Bohnen gegessen. Das ist wahrscheinlich eine schlechte Idee. Ja, da... Wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Hallo? Wohnung 213. This train speichert deinen Fortschritt nicht automatisch. Um zu speichern, suche die Speicherpunkte auf. Okay, ich speicherte den Fortschritt. Ah, okay, erzählt Retro-Perspektiv. Sehr schön. Okay. Verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, denn du brauchst erstmal Licht. Oh, okay. Oh. Alter, fett, die Birne weggeblasen. Oh, was ist los hier? Oh, verdammt. Hier ist eine Notiz. Was kommt, das geht auch wieder. Scheiß drauf. Ja. Oh, Alter, mach doch nicht so. Verschlossen, brauche einen Schlüssel. Die Glotze können wir ausmachen, aber ich würde ihn ausschalten, wenn er nur einen Ausschalter hätte. Ja. Okay, cool. Hier können wir rein. Warte mal, ich... Ach Gott, das ist aber schwer zu sehen. Ich würde mir erstmal kurz mal... Okay, man kann hier nicht weiter. Denn rein in Wohnung 213, Küche. Hier... Oh, was zur Hölle war das? Klingt wirklich unheimlich. Was haben wir denn hier alles? Was haben wir hier? Das ist ein alter Backofen. Okay. Gut, scheint so, als wenn man hier... Ja. Scheint so, als wenn man hier nichts weiter machen kann. Oh, verdammt. Es friert hier drin. Ja. Hm, ich muss nicht pinkeln. Ja, vielleicht musst du kotzen durch deine eigene Tat. Du Schwein. Hier ist etwas in der Badewanne. Bitte nicht. Mal sehen. Ah, es ist kalt. So, du hast ein Eisbuffet gefunden. Na, das ist ja toll. Das könnte nützlich sein. Drücke und halte Space, um das Inventar zu öffnen. Aha. Okay, alles klar. So, ist der Gegenstand ausgewählt, wird Price versuchen, wir sind übrigens Price anscheinend, diesen bei jeder Interaktion zu verwenden. Versuche den Eiswürfel mit der Badewanne zu verwenden. Ich lege das nicht dorthin zurück. Möchtest du suchen oder Objekte und Umgebung untersuchen? Öffne ein Inventar und wähle ein leeren Gegenstandsfeld. Okay, alles klar. Gut. Machen wir. Versuche nun erneut die Badewanne zu untersuchen. Ich brauche keinen anderen Eiswürfel. Alles klar. So, was? Jetzt haben wir einen Eiswürfel. Mein Gott, den Eiswürfel. Pack den in den Ofen oder was? Ist da was drin? Ja, da ist da was drin. Kann ich den hier reinmachen? Ich frage mich, ob im Eiswürfel etwas drin ist. Ja, das fragt mich auch. Wir haben Eiswürfel entfernt. Ich lege ihn in den Backofen. Und nun warten wir. Mhm. Okay, mal sehen. Du hast einen Schlüssel gefunden. Aha, ich wusste es. Sehr schön. Na dann. Nichts wie Weg. Okay. Der Tote ist weg. Und er ist anscheinend hier drin, wenn ich mir die Blutspur an der Klinke angucke. Schön. Wie ist er da reingekommen? Die Tür war zu. Ich habe die Tür aufgeschlossen. Hallo. Oh, schon wieder das Geräusch. Die Soundkulisse ist echt krass in dem Spiel. Das Fenster ist verbarrikadiert. Leer. Leer. Vielleicht ist er auch nur leer. Leer. Oh, Blut. Das Blatt on the floor.
Aktienmärkte. Ökonomie, Handel. Hier sind viele Bücher über Geld. Okay. Ist hier noch? Leer. Ah, ist etwas. Der Finder darf es behalten. Du hast ein Horrorbuch gefunden. Kann ich das jetzt hier in den Schrank tun? Mit dem Ökonomie und Handel? So viele Bücher über Geld. Ich glaube nicht, dass das der richtige Platz für das Buch ist. Okay. Na dann. Schauen wir mal weiter. Können wir noch wo irgendwo anders hin? Ich lege das nicht dorthin zurück. Nee, muss ja auch nicht. Wäre ja Quatsch. Haben wir noch irgendwo ein Regal gefunden? Mit Büchern? Ja. Hier vorne. Können wir das anklicken? Das Bücherregal ist voller Horrorbücher. Ja, natürlich. Du platzierst das Buch hier. Schön. Was ist das? Ein anderes Buch sprang heraus. Du hast ein Finanzbuch gefunden. Na, jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sah, wo wir das einklicken müssen. Ich glaube, ich weiß, wo das hingehört. Ja. Guck mal hier, der hat auch Klopapier gebunkert hier unten. Der hat Klopapier gebunkert, das Schwein. So, haut hier hin. Alle diese Bücher behandeln um Geld. Das Buch passt hier perfekt. Mal sehen. Buch entfernt, fertig. Ah, okay. Dadurch geht... Dadurch geht also der Vorhang auf und präsentiert uns eine gruselige Tür. Ist ja klar, wenn man ein Buch mal reinpackt, habe ich auch so. Ne? Wenn ich hier den Psyrembel ins Regal stelle, geht der Backofen an bei mir. Ah, finster. Finster wie Bärenarsch. Wer seid ihr denn? Seid die Band? McDate, Bruton und Moore. Sohn! Gut, dich zu sehen. Gut, dich zu sehen. Gut, dich zu sehen. McDate, Bruton und Moore. Wir haben schon gehört, dass du den alten Fuchs rausgeworfen hast. Gute Arbeit, Sohn. Du hast deinen ersten Test bestanden. Freut mich zu hören, Sirs. Mrs. Goodwin schien allerdings eine nette Unsinn. Unsinn! Unsinn! Es gibt kein Unrecht im Gesetz. Du hast das Richtige getan, Sohn. Bald bist du einer von uns. Na, da habe ich ja Lust drauf. Einer von uns! Einer von uns! McDate, Bruton, Moore und Price. Hört sich gut an für mich. Danke, Sirs. Bist du bereit, echtes Geld zu machen? Geld? Geld! Ich denke, das bin ich. Du musst dich nur noch um zwei Namen kümmern. Fände ihren Besitz im Namen des Gesetzes. Im Namen des Gesetzes! Namen des Gesetzes. Und du wirst Partner bei uns werden. Ich mache es. Das ist der Reichssohn. Nun geh jetzt. Okay. Oh, sieht gruselig, Alter. Tja, was macht man nicht alles für den Erfolg, kleiner Price? Deine Seele verkaufen, du Schwein. Ich fühlte Freude und Trauer. Bald würde ich meine Partnerschaft haben. Aber zum Preis meiner Menschlichkeit. War es das wert? Flur, ich sag mal nee. Okay, ich speicherte den Fortschritt. Steg drauf, fällt richtig mit dem Satz. Ich speicherte den Fortschritt. Oh, hier ist er wieder. Na, Kumpel. Huh, wie kommt das dort hin? Hier ist eine andere Notiz. Da ist ein Elefant im Raum. Ich kenne diesen Spruch. Okay. Okay. Oh, Schande. Okay. Gier. Oh, muss ich gut werden. Eitelkeit. Oh Gott, Alter. Habsucht. Hochmut. Alter, was ist das hier für ein Trip? Nein, der kriegt mich. Oh! Bin ich tot? Ah, es tut mir leid, es riss mich mit. Das ist nicht genau das, was passierte. Als ich den Elefant sah, rannte ich. Ich rannte, als wenn es keinen Morgen gäbe. Okay, alles klar. Also nochmal. Ah, wie kommt er da hin? Das ist eine andere Notiz, da ist der Elefant im Raum.
So, dann gibt man Fersengeld. Hier schon. Erniedrigung. Habsucht. Oh, was für ein Trip, ey. Ist ja wie ein Albtraum hier. Schuld. Yeah. Oh Mann, Benjamin. Lass mich. Türe. Ja, aber er ist schneller als ich. Also, mit meinen kleinen Stummelbeinen hier. Das wird nicht. Ah, gleich hat er mich doch. Wieder tot. Ein Traum. Es ist schon morgen? Wir sind bei ihm zu Hause. Was für ein Tag das war. Ich fühle mich noch immer schrecklich wegen Mrs. Goodwin. Ja, sollst du auch, du Penner. Nun ja, ich brauche etwas Kaffee, um munter zu werden. Okay. Hier können wir rausgehen. Was haben wir hier? Das Dach ist kaputt. Ich bin froh, dass es heute nicht regnet. Lausige Wohnung. Was haben wir hier? Ich brauche erst den Kaffee. Anziehen kann ich mich später. Na gut. Wo kann man hier hinten noch irgendwo? Nee. Die Beine. Lalalala. Das ist schön skurril. Total skurril. So. Lea, warum habe ich überhaupt diese Schubfächer? Ja. Das ist eine gute Frage. Zuerst Kaffee. Okay. Dann speicherte ich das Spiel. So, was haben wir denn noch? Was hier? Ah, das Bad. Okay. Ah, ich muss meine Hände nicht waschen. Und hier? Meine Blase ist prächtig. Ich kann es für einige Tage zurückhalten. Schön. Schön für dich, Junge. So, hier haben wir die Kaffeemaschine, scheint so. Okay, ich benötige etwas Wasser für den Kaffee. Ich nehme die Kaffeekanne zum Wasser holen. Na dann. Ich brauche wirklich mein Koffein. Niemand wusste es. Ich habe noch immer etwas Würde übrig. Okay, den nicht. Den mal hier. Vielleicht gibt es hier etwas Wasser. Ah, ich will Kaffee. Und es hat angefangen zu regnen. Im Ernst? Ich schwöre, das ist einer dieser Bonken. Okay. Also, ich habe hier noch nicht mal Wasser oder was in der Bude? Naja, dann wahrscheinlich hier im Schlafzimmer, wo durchregnet bei ihm, oder was? Hier. Ja, bin mir nicht sicher, wie hygienisch das ist. Aber ein Mann braucht seinen Kaffee. So, nun habe ich etwas Wasser. Alles klar. Das ist ja lecker. Dann machen wir uns mal einen Kaffee. Schwupp. Endlich. Ich mache das Wasser da rein. Okay. Ein wenig an den Rohren, in die Röhre glotzen, während der Kaffee kocht. So, noch ein bisschen Frühstücksfernsehen. Bei diesem tollen Wetter. So. Ach ja. Es ist Gewitter. Ich sollte es lieber nicht riskieren. Ja, nee, macht man ja so, weil... Hatten wir damals, unsere Eltern haben uns das schon eingeprägt, irgendwie eingetrichtert, irgendwie, wenn es Gewitter ist, machst du nicht den Fernseher an. Nein, Quatsch. Wegen Spannungsspitze. Man kann den Fernseher einfach kaputt gehen. Was schepperte da? Was war das? Wer klaut hier meinen Kaffee? Ich denke, es kam aus dem Bad. Was ist denn hier los? Hallo? Nichts hier. Muss meine Einbindung sein. Der Kaffee sollte nun fertig sein. Was haben die denn alle hier für Lumpen zu hängen, sag mal? Das ist doch keine Handtücher und keine Hose und nichts. Das ist ja einfach nur Lumpen. Ih, wir sind hier. Was ist denn für ein Eierschädel? Du hast recht, meine Liebe. Wie verrückt der Tag doch war. Oh, schau mal, Lieber. Es ist unser kleiner Junge. Ich kann sehen, Schatz. Es macht doch nichts, dass wir uns Kaffee genommen haben. Es ist mein Kaffee, Mutter. Allerdings schmeckt er etwas seltsam. Ja, das... Warum wohl? Nein, nein, überhaupt nicht. Bist du in Ordnung, Liebling? Du siehst so blass aus. Solltest du nicht... Du weißt schon... tot sein? Oh, natürlich sind wir tot. Verrückt, so etwas zu sagen. Aber... auch wenn wir lange Zeit tot sind... Macht es dich noch verrückt, unsere Worte der Weisheit zu hören? Ich denke nicht. Und genau deswegen sind wir hier. Ach schön, er sieht jetzt also seine toten Eltern. Wunderbar. So, höre uns an und lass dein Gewissen sprechen.
Hört sich vernünftig an. Wir hören einige nun unschöne Dinge über dich, Liebling. Das ist richtig. Wir machen uns Sorgen, ich und dein Vater. Wirst du gierig, Sohn? Es ist doch nicht zu spät für eine Änderung. Schau, ich bin nicht stolz auf einige Dinge, die ich getan habe. Aber seht euch die Wohnung an. Ich möchte erfolgreich sein in meinem Leben. Wir verstehen, Sohn. Aber auf Kosten anderer Leute? Denk darüber nach, Sohn. Du bist besser als das. Ich weiß nicht. Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich suche nach Mrs. Goodwin. Was? Ein Klopfen aus meinem Schlafzimmer? Ich sage, was? Ist dies die richtige Adresse? Was? Oh nein, meine Eltern. Was zur Hölle passiert hier? Ich nehme mal Kaffee. Der Kaffee ist weg. Verdammt! So, wer hat denn jetzt hier geklopft? Oh nein, Mrs. Goodwin. Bleib ruhig. Es ist nur mein Verstand, der mir übel mitspielt. Ja, das muss es sein. Ja, das ist dein Gewissen, was sich manifestiert. Okay, zieh mich besser an. Nun dann. Es war sehr hart gestern, aber ich entschied mich weiterzumachen. Aber ich muss immer noch an Mrs. Goodwin denken. Wie auch immer. Mr. Taylor war der nächste Name auf meiner Liste. Oh nein, muss ich jetzt hier ständig irgendwelche armen Leute aus ihrem Buden knallen? Oh. Er lebt in einem Wald als Einsiedler. Er hatte keine Schulden, aber die Stadt wollte sein Grundstück. Toll. Sie bauen einen Autobahn dort. Hä? Schön. Ich fuhr zu ihm und seinen Besitz zu beschlagnahmen. Oh Gott, da könnte ich doch kotzen. Ah. Dieses kecke Mützchen. Kein Zutritt für Unbefugte. Wackel, 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 wackel. So, dann gucken wir nochmal. Seine Hütte sollte hier irgendwo sein. Wie Mr. Taylor so drauf ist. Ah, es gibt einen schönen Waldspaziergang. An dem ich speicherte. Ah, eine Blockhütte. Ah, hier ist es. Unheimliche Geräusche. Ah, ist wahrscheinlich so der Fluglärm. Ne? So ein Einflugschneise hier. Hier ist Price. Ich suche nach Mr. Taylor. Hallo? Entweder ist er nicht zu Hause oder er ignoriert mich. Ich muss mit ihm reden. Es ist ein Stapel mit Feuerholz. Es ist ein Stapel mit Feuerholz, ja. Willst du nicht nehmen? Na gut, gehen wir mal weiter. Ist hier die Tür? Verschlossen. Ein schöner Waldspaziergang ist immer gut, bevor man eine diabolische Tat tut. Oh Gott. Ich bin weg. Hallo? Sie müssen Mr. Taylor sein. Das bin ich. Mein Name ist Price. Nett, Ihre Bekanntschaft zu machen. Hören Sie auf damit und lassen Sie mich mit Ihrer Drohung hören. Ich weiß, warum Sie hier sind. Drohungen? Nein, nein. Wie wär's mit Argumenten? Sehen Sie, die Stadt möchte hier eine Autobahn bauen. Das würde viele neue Leute und Touristen in diese Stadt bringen. Und auch viel Geld. Oder sehe ich das falsch? Nun, das ist genau das Problem mit Leuten wie euch. Geld ist euer König. Wo ist Ihr Mitgefühl? Dies ist mein Zuhause. Sir, es war ein sehr langer Tag heute. Es ist schon alles vorbereitet. Und vergessen Sie nicht, Sie werden großzügig entschädigt. Und wenn Sie sich weigern, muss ich Ihren Besitz enteignen. Ich denke, dass mir keine Wahl bleibt, als mich zu beugen. Hier. Sie haben mich. Ich hoffe, Sie sind unglücklich. Es tut mir leid, Sir. Sorry, Junge. Ich weiß, Sie machen nur Ihre Arbeit. Sir, wenn es etwas gibt, das ich für Sie tun kann. Na, da gibt es etwas. Es wird kühl hier draußen. Lassen Sie uns in meine Hütte gehen und weiterreden. Und wir haben einen Hüttenschluss erhalten. Hier, nehmen Sie diesen Schlüssel. Ich folge in Kürze. Oh, und wenn Sie schon da sind, können Sie ein Feuer im Kamin machen. Natürlich. Danke, Sir. Wie, warte, ich soll jetzt in die Hütte gehen? Gefahr!
Da bin ich doch skeptisch. Da bin ich doch sehr skeptisch, sag ich mal. Wenn ich einen Typ mitten im Wald, in einer einsamen Hütte, delegiert, denn Gefahr. So, ich soll Feuer machen. Kann ich jetzt, ich vermute, der Schlüssel ist für eine Tür. Kann ich denn jetzt hier nicht einfach sagen, ein Stapel Feuerholz, ich nehme etwas vom Feuerholz. Genau. Das ist der Weg. So. Ich habe die Tür aufgeschlossen. Oh. Oh. Ich möchte sofort wieder gehen. Okay. Hier ist ein Kamin. Nur Asche hier. Ich muss Feuer machen. Ich lege das Feuerholz hier hin. So, baut jetzt ein Feuerzeug. Hier ist eine Tür. Ich gucke mir erstmal den Rest hier an. Und hier ist scheinbar noch. Hier ist noch eine Tür, ne? Oder? Ja, hier ist noch eine Tür. Okay, ich lege erstmal hier hin. Die Küche. Ich bin also in der Küche. Oh, okay, warte mal. Erstmal eins. Erstmal eins nach dem anderen. Hundefutter und Wasserschüsseln. Aha. Nichts Interessantes hier. Wir hatten einen Hund. Wo ist denn der? Hier ist etwas. Streichhölzer, perfekt. Ah, nice. Ja, krass, wie groß ist diese Hütte? Das würde nicht funktionieren. Verschlossen. Ah, okay. Was haben wir hier? Was haben wir hier noch? Boah, wie groß ist denn das hier? Ah, okay. Hier wäre jetzt quasi... Ich verstehe. Ich würde mir ganz gerne nochmal kurz die anderen Räume angucken, bevor ich jetzt hier Feuer mache. So, hier war eine Toilette. Ah, es ist eine Badewanne. Von ihr geht ein strenger Geruch aus. Ja, es ist eine Badewanne. Okay, strenger Geruch. Hm. Schlendert. Zip, 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 zip. So, hier vorne ist verschlossen. Und hier, wo geht's hier hin? Oh, die Mucke. So, es ist ein Hundebett. Es riecht seltsam. Ekelhaft. Schön. Ein Papierkorb, voll mit Papieren. Kreuzworträtsel, Suchworte. Ja, mag wohl Rätseleien. Na, okay. Ey, trotz dieser Pille-Palle-Grafik ist allein durch die Soundkulisse es wirklich etwas unheimlich, muss ich sagen. So, na gut, dann werden wir mal ein bisschen Feuer im Kamin machen. Ich muss Feuer machen. So. Zack. Ah, endlich. Verdammt. Das Feuerholz ist feucht. Ich brauche etwas, um es leicht anzuzünden. Leichter. Etwas Papier vielleicht. Ich war doch gerade da. Tapa, tapa. Da kenne ich doch eine gute Position. Ah, das Anzünden von Papierkörben ist nicht mein Ding. Achso, jetzt muss ich jetzt... Nein. So. Ein Papierkorb voller Papiere. Ich glaube nicht, dass er sie benötigt. Und wir haben einige Papiere gefunden. Ich werde das Papier zum Anzünden nehmen. Sollte mich vielleicht diese dezent unterschwellig bedrohliche Musik vor irgendetwas warnen jetzt? Ich werde dieses Papier zum Anzünden nehmen. Tu es. Ich muss Feuer machen. Das sollte klappen. Ah, seht, ich habe Feuer gemacht. Aha. Siehe, was ich da schuf. Ich machte Feuer. Und jetzt kommt Captain Creepy. Hagrid der Gruselier. Darf ich bitte weggehen? Ich möchte weggehen. Ah, oh, ich sehe, Sie haben Feuer gemacht. Gut, ich danke Ihnen. Gern geschehen. Es ist so dunkel hier. Ja, es gibt keinen Strom hier. Aber zurück zum Thema. Wissen Sie, mein Hund ist verschwunden. Und Sie wollen, dass ich Sie ihn finde? Sie. Es war ein wirklich rätselhaftes Verschwinden. Wie das? Nun, sie war noch hier, als ich abends zu Bett ging. Und soweit ich weiß, kann sie keine Türen öffnen. Und trotzdem war sie gegen morgen verschwunden. Dann muss sie drin sein. Das dachte ich auch, aber ich kann sie nirgends finden. Wenn Sie sie finden, würde ich alle Dokumente unterschreiben. Wir haben einen Deal, Sir. Ich beginne mit meinen Nachforschungen. Viel Glück, Junge. Gruselig. So, warte mal, hier war doch...
gucken jetzt erstmal noch mal ganz kurz hier den komischen Korb an. Da, diesen Korb. Okay, dieses Hundebett riecht nach Pisse und Seife. Könnte wichtig sein. Ich frage Mr. Trader danach. Mr. Taylor. Aber bevor ich ihn frage, würde ich mal kurz auf Toilette gehen. Da hat es auch so noch dezent gerochen. Nee, das war ja nicht die Toilette. Ja, doch, doch, war sie. So, es ist eine Badewanne. Geht ein steiniger Geruch aus. Okay, kann man nichts machen. Muss ich anscheinend doch erstmal mit Mr. Taylor sprechen. Mr. Taylor. So. Warte, warte, warte. So, Mr. Taylor. Ich bemerkte, dass das Hundebett riecht. Irgendwie komisch. Ja, wir hatten einen kleinen Unfall mit einem Stinktier gestern. Oh, der Geruch. Ich schrubbte sie gut eine Stunde, um den Geruch loszuwerden. Viel Wasser und eine Menge Shampoo. Ja, das erklärt den Geruch. Ich bin sicher, das hilft. Ich schau's mir an. Ach Gott, ja. Da wird man doch lieber zurückgegangen. Egal. So. Na gut. Hier ist noch verschlossen. Nein. Eins weiter. So. Let's go in the bath. So, Badezimmer. Show me the meaning. Hier hat er wohl seinen Hund gewaschen. Ja, stinkt immer noch. Okay, lass mich nachdenken. Wenn der Hund schon so fies gestunken hat, wie würde er wohl jetzt riechen? Ich denke, ich könnte ihrem Geruch folgen. Ah, okay. Okay. Ah, das ist ja schön. Dann folgt man der stinkenden Spur hier. Why the face? Okay. In die verschlossene Tür. Ha. Da ist ein Loch in der Tür. Der Hund muss hier durch sein. Die Tür hat ein Kombinationsschloss. Ich kann dir nicht folgen. Ich spreche mit Mr. Taylor. Ach, so ist Backtracking hier. Mit seinem kleinen Beinchen. Hallo, Mr. Taylor. Da ist eine verschlossene Tür im Flur. Wohin führt so? Warum? Nun, da ist ein Loch in der Tür. Ich glaube, dass der Hund da durch ist. Das würde Sinn machen. Ja, da ist ein alter Keller unter der Tür. Aber ich habe ihn seit Jahren nicht genutzt. Ich kann nachschauen, aber ich brauche die Kombination. Oh ja, wie war die doch? Es ist so lange her, wissen Sie. Ich fürchte, ich habe die Kombination vergessen. Ihr seht mich ins Mikro beißen. Aber ich bin kein Trottel, ich habe sie mir noch anderweitig notiert. Das ist großartig, wo kann ich sie finden? Ich liebe alle Rätsel. Okay. Alle Arten von Rätsel. Ich glaube, ich habe die Kombination in einem der Rätsel versteckt. Wenn ich mich recht erinnere, das Wort, welches sie benötigen, lautet Tree. Ja, das ist das Wort. Okay, ich schau mal nach. Hey Junge, danke für deine Mühen, die sie dir nicht machen. Die sie sich machen. Es ist schon etwas spät. Machen Sie sich keine Sorgen dafür. Darüber. Darunter. Ach Gott. Lesen ist sehr schwer. Und diese Uhrzeit. So. Okay. Gute Küche. Wollen wir mal. Hier war das Bad. Und. War das hier, ne? Ja, schön um die gerade gemacht. So. Schabupsk. Das muss das Rätsel sein, das er meinte. So. Und da steht Tree. Was ist das? Echt jetzt? 5, 6, 7, 8? Das ist die Kombination? 5, 6, 7, 8? Das ist nicht dein Ernst. In Ordnung. Mal sehen. Also, nee. Ich hab's. Oh Gott, ich wirklich, das war die Kombination. Ja, ein überhaupt nicht gruseliger, stinkender Keller. Wunderbar. So, betone nochmal. Einsame Hütte im Wald. Gruseliger Typ.
Keller. Noch gruseliger. Alleine. Keine Sau weiß, dass ich hier bin. Wird geil. So. Gehen wir hier mal rein. Ah, oh, wie schön. Eine Waschmaschine. Ah, er hat eine Waschmaschine. Es ist eine Waschmaschine. Funktioniert nicht. Es gibt keinen Strom. Ja, wozu hat er denn eine Waschmaschine? So, kann man hier noch erstmal was erkunden? Nein. Ich geh mal durch. Oh, und ich speicherte. So, okay, kann man zurückgehen? Was ist das hier? Es ist ein alter Kompressor. Ah, okay. Mal sehen, ob noch etwas Saft drin ist. Nope, nichts passiert. Ah, okay, alles klar. Ich bin vorhin reingelaufen. Kann man gar nicht durch, ist eine Wand dazwischen. Okay, gut, muss ich also da lang. Na dann, was haben wir hier? A door. Was haben wir hier vorne? Eine Werkbank? Hämmer, Sägen, Schraubenschlüssel, Nägel. Oh, was ist das? Keine Frage, das Benzin wird noch nützlich sein. Du hast einen Benzinkanister hier von mir. Na bitte. Geh doch mal kurz zum Kompressor zurück. Ich befülle den Kompressor mit Benzin. Okay, rein damit. Schau dir das an. Aha, es werde Licht. Und jetzt die illuminierte Waschmaschine. Der Strom ist nun an. Mal sehen. Hat er neue Schwindel? Okay. Okay, Alter. Alles klar. Alles klar. Ich verstehe eine Waschmaschine schon nicht an. Keine Angst. Oh. Und raus aus dem Gruselkeller. So. Which door is this? Immer? Jetzt hier vorne noch weiter? Oh. Doch, jetzt rein. Dann guck hier erstmal, wo ich hier bin. Ich habe die Tür aufgeschlossen. Aufgeschlossen? Ah, das ist die Seitentür hier. Okay, cool. Hier ist ein Loch in der Wand und im Boden. Der Hund ist hier durch. Kein Zweifel. Yay. Oh, wir sind wieder draußen. Gott sei Dank. Ein Fliegenpilz. Kann ich nicht nehmen. Schade. Noch ein Fliegenpilz. Was? Das war bestimmt Mr. Tailor. Hundertprozentig. Der jagt mich jetzt. In the woods. Moment, hier pinkelt doch jemand. Das höre ich ganz genau. Ach du Scheiße. Mist. Ich hoffe, das ist nicht ihr Blut. Ist immer schön, wenn man sie die Sätze frei interpretiert. Noch mehr Blut. Oh, Fatten, Alter! Ja, super Hundi. Ganz schau. Hier, Mädchen. Ich habe nicht den Mut, näher heranzugehen. Pfeift er sich da rein? Ein Fuchs oder was? Oh Gott. Gott. Nochmal angucken. Naja, Blut von einem Fuchs, glaube ich. Glaubst du jetzt, ja? Aber ihr habt gesehen, es war Mrs. Goodwin. Mrs. Goodwin. Na gut. Okay, er traut sich nicht näher ran. Aber was? Braucht er irgendwas? Mit irgendwas ablenken? Braucht er irgendwie ein kleines Leckerli oder sowas in der Richtung? Oder Werkzeug? Was können wir tun? Ist hier unten noch irgendwas? Was war denn jetzt eigentlich hier mit der Waschmaschine? Das fand ich so ein bisschen komisch. Scheiße, da ist etwas drin. Puh, es ist ein Handschuh. Ah, ich hatte für einen Moment Angst. Okay, dann hat sich das wohl erledigt. Dann brauchen wir wahrscheinlich den Handschuh für den Hund. Hätte ich mir jetzt wahrscheinlich auch eine Menge Backtracking wieder ersparen können. Hätte gleich in die Waschmaschine reingeguckt. Aber mit Blut hat mich ein bisschen irritiert. Seht's mir bitte nach. Ja, komm, das reicht doch. Nicht, dass ich hier noch irgendwas brauche. Ein Fliegenpilz. Also jetzt mal ohne Scheiß irgendwie, wenn der Hund so abgeht, irgendwie ein Fuchs einfach zerfetzt.
Also wenn es ein Jagdhund ist, irgendwie, weiß ich nicht, kenne mich tatsächlich nicht so wirklich aus, was ein Hund, also was ein Jagdhund darf mit quasi Beutetieren und was nicht, aber zerfetzen würde ich jetzt mal legen, meine Hand ins Feuer zählt nicht dazu. Naja, okay. Wir gehen mal hin, mal gucken, ob der Handschuh jetzt was bringt. Alter. Hier, Mädchen, schnupper mal. Das ist es. Komm her. Ey, Riesenhund. Wer ist ein gutes Mädchen? Dein Herrchen macht sich Sorgen um dich. Du solltest heimlaufen. Gutes Mädchen. Okay, zurück zur Hütte. Kann ich hier fuchsen? Nein, er geht nicht näher ran. Die Peene. Warten, 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 warten. Jetzt, warten. Wo? Der scheiß Elefant schon wieder. Wo sind wir jetzt hin? Ja. Okay, Elefant. Wie? Okay. Na klar, bin ich wieder bei der Hütte. Unheimlicher Hagrid. Sie haben sie gefunden. Danke. Ich habe die Dokumente unterschrieben. Sie finden sie drinnen. Spider-Sinne gehen an. Ich werde sofort gehen. Ist einfacher so. Leben Sie wohl, Sir. Ach schön, er hat den Fuchs noch mitgenommen. Der Blute. Okay, ich hole besser die Dokumente. Warum sieht das jetzt alles so anders aus? Ach so. Die Band ist wieder da. Sohn! Gut, dich zu sehen. Gut, dich zu sehen. Gut, dich zu sehen. McDade, Bruton und Moore. Den Job hast du gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Allerdings wirst du weich. Weich? Weich. Hast du ihm einen Gefallen getan? Hast du seinen nutzlosen Köter gesucht? Er schien ein... Unsinn! 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 Du hättest ihn in den nutzlosen Arsch treten sollen. Nutzloser Arsch. Nutzloser Arsch. Nächstes Mal musst du streng bleiben. Streng! Streng! Ich verstehe. Tust du? Du willst doch nicht, dass wir deine Wahl bedauern. Nein, Sirs. Das ist der Geist. Danke für diese Chance, Sirs. Das erinnert mich an etwas von großer Wichtigkeit. Wichtigkeit? Wichtigkeit. Das wäre? Wir wollen nicht tanzen sehen, Sohn. Tanz jetzt, Sohn. Ja, Sir. Yeah. Ja, das ist unser Junge. Yeah. Noch schneller. Ja, schön. Ganz schau. Oh, mit dramaturgischer Pause. Ja, tanz mal nur für deine hässlichen Chefs. Und schon wieder ein toller Albtraum. Und in den speicherte ich erstmal den Fortschritt. Was soll ich jetzt hier weiterlaufen? Hallo? Oh. Alter, uncool, Mann. Ah, Waschmaschine. Oh Gott. Was ist mit... Das ist ja schau. Das ist ja total schau. Kann ich weiterlaufen? Möchte weiterlaufen. Möchte ja nicht rennen. Nee, ich glaube, es wird nicht. Scheiße. Oder? Oh, die Mucke. Ich geh da mal rein. Alles klar. Alles klar, Miss Goodwins. Überhaupt nicht unheimlich. Was soll ich jetzt hier machen? Kann ich euch hier anklicken? Nee. Kann ich abhauen? Ja, abhauen! Möbiusschleife. Aber ich bin weiter oben. Ah, guck mal, eine weint. Muss ich zu denen kommen?
Und noch eine Ebene über. Ja! Ich bin gefallen und konnte nicht aufstehen. Oh nein! Nein! Nicht um es gut winnen. Nimm ab! Ach so. Ja? Ist dort Mr. Price am Telefon? Ja. Mein Name ist Stuart. Es tut mir leid, Sie so spät, zu später Stunde zu stören. Was ist denn los? Es geht um Mrs. Goodwin. Ich weiß, Sie sind kein Verwandter, aber sie hat niemanden weiter. Sie bat mich, Sie anzurufen. Sie hatte einen Herzanfall gestern. Oh, wie geht es ihr? Nun, im Anbetracht der Heftigkeit des Anfalls geht es ihr gut. Aber seelisch geht es ihr schlecht. Und wenn der Geist versagt, wird der Körper folgen. Tut mir leid, das zu hören. Ja. Entschuldigen Sie, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich verstehe. Aber sie fragt speziell nach Ihnen, Mr. Price. Können Sie es sich überlegen und hierher kommen in unser Heim? Ich bin sicher, es würde ihr viel bedeuten. Ja, ich komme. Gern. Danke, Mr. Price. Ich überbringe ihr die Nachricht. Ich bin mir sicher, sie wird sehr erfreut sein. Danke, Mr. Stuart. Was für ein Albtraum. Ah, scheiße. Ich frage mich, wie es Mrs. Goodwin wohl geht. Vielleicht sollte ich sie besuchen, um meiner selbst willen. So, naja, wir kennen die Routine. Erstmal Kaffee machen. Ach, guck mal, wir haben jetzt hier eine schöne Kaffeemaschine. Ah, meine neue Kaffeemaschine Deluxe 2000 X748G3. Das Drücken eines Knopfes genügt. Kein Wasser mehr aus den seltsamen Ecken holen. Luxus, wie man es auch nennt. Oh. Ihm ist kein Kaffee gegönnt. Huch, wer mag das sein? Hallo, hier ist Price. Mr. Price, hier ist Stuart. Ich rufe aus dem Pflegeheim an. Im Auftrag von Mrs. Goodwin. Ist alles in Ordnung? Sie hatte einen Herzanfall. Aber es geht hier relativ gut. Lassen Sie mich raten, Sie möchten, dass ich Sie besuche? Beeindruckend, Mr. Price. In der Tat, es würde ihr viel bedeuten. Würden Sie es sich bitte überlegen? Ja, natürlich, komme ich Sie besuchen. Vielen Dank, Mr. Price. Ich sage es ihr. Danke, dass Sie mich angerufen haben. Okay. Oh, meine Eltern schon wieder. Meine Träume von Schuld werden wahr. Na? Du hast recht, meine Liebe. Den Tag werde ich nie vergessen. Oh, schau, mein Lieber. Das ist unser kleiner Junge. Ich kann sehen, Schatz. Es macht doch nichts, dass wir uns Kaffee genommen haben. Ihr wart Schnorre, ihr wart und mir Kaffee wegsauft. Der Kaffee schmeckt diesmal großartig. Wirklich. Überhaupt nicht. Nun, da du hier bist, wirst du mir wohl etwas Wichtiges sagen wollen? Das ist richtig so. Scheinbar jagst du noch immer den Reichtümern nach. Auf Kosten der anderen. Was dein Vater versucht dir zu sagen, ist, dass du dich selbst dabei verrätst. Ich denke, ich weiß, was du meinst. Aber ich kann jetzt damit nicht aufhören. Ich bin so nah am Volk. Was ist mit Mrs. Goodwin? Wir hörten, es geht hier nicht gut. Denkst du nicht, sie würde lieber in ihrem Zuhause sein? Ich weiß, ich fühle mich schrecklich wegen ihr. Vielleicht würdest du verstehen, wenn du die Konsequenzen deiner Handlung sehen würdest. Du solltest gehen und sehen, wie es um Mrs. Goodwin geht. Hey, du musst nicht so drängen. Nein, Sohn, du
Tue ich auch nicht. Bedenk nur, was wohl das Beste für dich ist. Sorry, ich weiß das. Siehst du. Du kannst sehr mitfühlend sein. Ist jemand zu Hause? Ich suche nach Mr. Price. Oh Mann, ich verliere den Verstand. Okay, konzentriere dich. Trinke den Kaffee, zieh dich an. Ich muss einen klaren Kopf behalten. Verdammt guter Kaffee. Okay, ich zieh mich an und geh dann los. Auf Klo geht natürlich nicht. Zieh mich gleich an. Okay, starte Mrs. Goodwin einen Besuch ab. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ja, das hoffe ich auch. Ich fuhr zu Mrs. Goodwin. Ich hasste mich selbst. Aber vielleicht, wenn ich mit ihr rede, vielleicht würde ich Frieden in mir finden. Oh, im Altenheim. Hallo? Ist jemand da? Ich möchte zu Mrs. Goodwin. Was für ein Service. Also alle in so einem schönen vegetativen Zustand hier, toll. Ah, wie geht es? Okay, passen Sie auf sich auf. Guten Tag, Madam. Ich gehe jetzt. Rauschen. Kein Wunder, dass Sie alle so abwesend sind. Na, Schnarchnäschen. Kann ich bitte hier durch? Unmöglich, er schläft wie ein Stein. Na toll. Oh Gott, hier geht's schon wieder rein. Ich geh erstmal nochmal kurz zurück. Erstmal gucken, wie lang ist dieser Gang. Hier könnte ich speichern. Okay, geh mal hier durch die Aufetür. Oh, hier steht jemand. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Hey Junge, können Sie einem alten Mann einen Gefallen tun? Sorry, wer sind Sie? Hausmeister Carpenter. Zu Diensten. Mein Name ist Price, schön Sie zu treffen. Ja, sicher. Was brauchen Sie? Ich war mitten in etwas. Aber dann ging der Strom weg. Ich glaube, die Sicherung ist einfach rausgeflogen. Na, bei der Küche ist ein Sicherungskasten. Können Sie die Sicherung dort überprüfen? Ich bin nicht in Eile, also warum nicht? Danke, Junge. Ich borge Ihnen meinen Schlüssel, aber sagen Sie es keinem. Du hast einen Schlüssel erhalten. In Ordnung, bin gleich zurück. Schön, dass ich deinen Job mache, Hausmeister. Na gut. Schauen wir mal. So, was haben wir hier? Der Schlüssel passt hier nicht. Außerdem wäre das nicht nett. Dann würde ich doch mal probieren. Was haben wir denn hier? Ist jemand da? Keine Antwort. Okay. Vergitterte Tür. Da komme ich nicht vorbei. Was haben wir hier? Okay. Gruselt Fernsehprogramm. Das ist bestimmt Sat.1 Gold. Was ist das für ein Programm? Ich lasse es besser an. Ja. Das ist der Kanal Benny und Steve. Den sollte man immer anlassen. Immer. Immer. So. Gehen wir wieder raus. Hier gibt es nichts weiter anscheinend. Kartoffeln. Ich lehne es ab. Ich sollte lieber gar nichts kochen. Nein. Boah, wie sieht sie denn aus? Kartoffeln? Mein Talent wird hier verschwendet. Ich lehne es ab. Ich brauche bessere Zutaten. Es wäre schön, ab und an mal etwas Fleisch zu haben. Gehen Sie weg. Verschwinden Sie. Oh, ist sie creepy, ey. Kann ich mit dir sprechen? Nee. Schauen wir erstmal in die nächste Tür rein. Ach, ein Badezimmer. Wie schön. Ah, ich muss mir die Hände jetzt nicht waschen. Ich mag keine öffentlichen Toiletten benutzen. Tja, wer mag das schon? So, okay. Gucken wir mal weiter. Verschlossen. Oh, Moment. Ich habe die Tür aufgeschlossen. So, und hier soll jetzt ein Sicherungskasten sein, ja? Hm. Schön. Das muss der Sicherungskasten sein. Mal sehen. Ich sehe aber nichts. Okay.
bestimmte Reihenfolge also. Geschafft. Der Strom sollte wieder da sein. Schön, schön, gut. Na, sprechen wir kurz nochmal hier mit Le Koch. Chefkoch. Hallo, ich bin frustriert. Kartoffeln über Kartoffeln. Ja, ich bekam Ihre Unterhaltung mit. Einsparung nennen Sie es. Diese Leute brauchen besseres Essen. Stimmt. Aber das kann ich nicht liefern. Nur mit Kartoffeln. Es tut mir leid. Lassen Sie mich allein. Nick halt wieder. So, okay. Wahrscheinlich müssen wir ihm irgendwie ein bisschen besseres Essen besorgen. Ja. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ist anscheinend wirklich nur den schlechten Gewissen, was dich jetzt hier richtig hart annimmt. So, und dann gehen wir nochmal kurz zu Hausmeister Carpenter. What the fuck? Komm, Alter, komm! Was ist denn los mit dir? Hey! Hey! Ah, danke, Junge. Strom ist wieder da. Tja, schön, schön. Was zur Hölle tut sie da? Ich beseitige diese Leiche. What the fuck? Was? Leiche? Wer ist das? Irgendein alter Sack. Er verstarb vor einigen Tagen. Auf diese Art ist es Bilder. Come on. Oh, ich fühle mich krank. Ja. Ja, was ist das? Alter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und kann sich hier nicht... ich glaube, ich muss jeden Moment kotzen. Haufen von Eigeweide, Körperflüssigkeiten und Blut. Du hast etwas... Was? Du hast etwas blutiges Fleisch gefunden. Nein! 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 Ich möchte das nicht. Nein, ich möchte das nicht. Oh, Leute, ihr wisst, was wir tun müssen, oder? Ihr wisst, ich weiß es. Ich möchte das nicht. Oh, das ist so bitterböse. Scheiße. So. Guck mal, was ich hier habe für dich. Ich konnte nicht von diesem feinen Stück Beef vorbeigehen. Oh Gott. Denken Sie, dass es brauchbar ist für Ihre Bedürfnisse? Oh, lassen Sie mich einen Blick darauf werfen. Ja, oh. Brillant. Fleisch ist wie auf der Speisekarte, Junge. Ja, dann nennen Soylent Green, Freunde, wa? Danke, junger Herr. Ich fange sofort an mit dem Kochen. War mir ein Vergnügen. Kann ich mir jetzt wirklich die Hände waschen? Ich möchte mir die Hände waschen. Finde ich sehr unangenehm. Oh, ich muss mir die Hände jetzt nicht waschen. Doch sollte es ja tun. Okay. But what now? Ah, er ist noch busy. So, was können wir denn jetzt tun? Wo sollen wir hin? Wir haben nichts. Nichts haben wir. So. Ah, guck mal hier. Hausmeister Carpenter. Der den Müll rausbringt. Oh Gott. Was für ein krankes Spiel, Alter. Was für ein krankes Spiel. Hallo? Irgendjemand da? Ich möchte zu Mrs. Goodwin. Das ist ja ein Service. Oh, alles voll Blut, ey. Oh Gott. So, wie komme ich denn jetzt zu Mrs. Goodwin? Geh mal zum Koch, vielleicht kann ich ihn anquatschen irgendwie jetzt. Oh. Sie ist wieder da. Ich habe ein tolles Essen bereitet. Endlich bekommen die Leute das Essen, das sie verdient haben. Oh nein, tun sie nicht, haben sie nicht verdient. Wo wir gerade dabei sind, ich wollte nach Mrs. Goodwin sehen. Kann ich ihr das Essen bringen? Sicher, Junge. Bring das Essen zu ihr.
hast etwas Essen erhalten. Danke, Chef. Okay. So, hier war das Bad. Nee, warte mal, hier war das Bad, oder? Nee, hier war das Bad. Da vorne war der. Und was war hier jetzt nochmal? Ach so. Ein Sat.1 Gold war hier. Aua. So, die Frage ist nur, wo ist Mrs. Goodwin? Bestimmt hier, wo die Pflaume davor sitzt, wa? Oder, warte mal. Haben wir hier jetzt noch? Hier haben wir noch eine Tür, ne? Zimmerservice. Nun, so ähnlich. Bringen Sie das Essen? Ich bin hungrig. Ja. Kann ich reinkommen, bitte? Ja, bitte. Du bist nicht Mrs. Goodwin. Sie sind nicht Mrs. Naja, wir sind nicht Mrs. Goodwin. Oh, ich fürchte, Sie haben sich in der Tür geirrt, mein Lieber. Entschuldigen Sie. Ich wollte nicht unhöflich sein. Essen entfernt. Oh nein, hier ist das Essen. Danke, mein Lieber. Nun, ich werde... es ist lange her, dass jemand mich besuchen kam. Tut mir... Ich glaube, es war vor 2 Monaten. Mein Enkel kam zu Besuch. Ich muss wirklich... Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Allerdings glaube ich, dass er vor kurzem geheiratet hat. Ach, das ist, da ist so viel Ware dran. Das ist so bitter, ey. Das ist schön zu hören. Ein Mädchen. Wie war ihr Name noch gleich? War es Helen? Ich wusste nicht. Nein, ich glaube, es war Helga. Wie schön. Aber ich bin... Ihr Vater hat sich das Fußgelenk gebrochen. Ich frage mich, ob er wieder gesund ist. Ich bin sicher, ist es. Nun, passen Sie auf sich auf. Es ist verdammt windig in letzter Zeit. Der Herbst kommt dieses Jahr sehr früh. Ja, tut mir leid, Ma'am, aber ich muss jetzt wirklich gehen. Oh, besuchen Sie mich mal, wenn Sie tratschen wollen? Bitte, ich muss jetzt gehen. Achso, Sie auch? Nehmen Sie das dafür, dass Sie sich mein Gerede angetan haben. Und wir haben eine Kuhglocke erhalten. Ja, klar. Danke, Ma'am. Ah, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, okay. Was haben wir denn da? Es ist ein Schrank. Was haben wir denn da? Ein Kleiderbügel gefunden. Das könnte ich noch gebrauchen. Okay, cool. Kleiderbügel. Oh, warte mal. Kleiderbügel. Klassiker. Da würde ich doch mal kurz hier zum Fernseher gehen. Mit der Kuhglocke würde ich versuchen, ihn mal zu wecken. Ich denke, ich könnte diesen Kleiderbügel verbiegen. Und ihn als Antenne verwenden. Klassiker. Ha! Es funktioniert. Ich bin ein Genie! Herr Badcock ist auf Sendung. Oh, okay, ich brauche ja keine Kuhglocke mehr. Kommt da die Krochen. Das ist schlimm. Hallo, sind wir da? Ich möchte Mrs. Goodwin sehen, was für ein Service. So, okay, der Typ ist weg. Oh, er kriegt immer noch. Das müsste Mrs. Goodwins Zimmer sein. Aber bevor ich reingehe, finde ich eine Blume für sie. Echt jetzt? Eine Blume? Das gehört sie schließlich so. Wo soll ich denn jetzt eine Blume herkriegen? Wo soll ich denn jetzt hier eine Blume herkriegen? Hier, vom Bild. Da. So, kann der mir eine Blume geben? Ah, wie geht es? Wunderbar. Sie würden mir meine Frustration nicht glauben. Danke für das Rindfleisch. Ja, Rindfleisch, sicher. Ja, macht er nicht. Okay, wo kriegen wir eine Blume her? I need the flower. Wo kann ich denn die Kuhglocke nehmen? Ah, warte mal, vielleicht am Empfang. Um zu läuten. Bis mal einer kommt. Ist vielleicht etwas an den Haaren herbeigezogen, aber... Ah, Bedienung bitte. Sehr schön. Endlich. Geht's. Trotz. Ja, ich weiß. Hören Sie, da ist eine Tür hinter Gittern. Ich glaube, ich habe meine Brieftasche dort vergessen. Schön. So, Xbox. Das ist ein Ja, nehme ich an. Perfekt. Denke ich.
So, nochmal gucken, ob das Gitter weg ist. Das wäre ja gut. Und wir haben die Glocke noch. Ja, ist immer noch... Na, nice. Oh, jetzt weiß ich, warum hier ein Gitter vor war. Oh, ist das hart, ey. Freunde, das geht doch nicht. Ah, sie hält schon eine Blume in den Händen. Oh Mann, ich frage mich, wie lange sie hier ist. Ja, diese Leute werden wie Nutzvieh behandelt. Ja, sie wird die Blume wohl nicht mehr brauchen. Ich nehme sie für Mrs. Goodwin. Und wir haben einen Riegel vor der Tür. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Die Tür lässt sich nicht bewegen. Müssen wir jetzt etwas anderes geben oder was? Nein, nein, nein! Nicht die... Kannst du die Blume... Nimm die Kuhglocke. Vielleicht lasse ich die Glocke. Hat funktioniert. Schön. Ach, tschüss, unheimliches Skelett. Oh Mann. So, aus rein Dank würde ich jetzt einfach die Blume dieser wunderschönen Dame hier vorne heben. Die so hübsch ist. Die Blume für dich schön. Ja, schön. Oh, ja. Hm? Oh, Entschuldigung, ich dachte, sie haben es gut finden. Nie kalt. Blüde Tippe. So, okay. Na dann, Miss Goodwin. Ist es Goodwin? Hier ist Price. Kann ich reinkommen? Ich bin hier. Kommen Sie rein. Ich war nervös und hatte Angst. Ich wusste nicht, was mich erwartete. Vielleicht würde sie mir die Schuld geben. Na, ich war besorgt um ihr Wohlergehen. Ich fühlte mich schuldig und beschämt. Miss Goodwin! Hier, diese Blumen. Ich habe eine Blume mitgebracht. Wie geht es Ihnen, Miss Goodwin? Oh, das mussten Sie nicht. Vielen Dank, mein Lieber. Ich bin erfreut, dass Sie mich besuchen kommen. Natürlich, meine. Ich fühle mich noch immer mies wegen Ihrer Wohnung. Ich hätte das nicht tun sollen. Hören Sie auf, junger Mann. Sie sollten sich keine Vorwürfe machen. Doch, solltest du. Danke sehr, Miss Goodwin. Das bedeutet mir viel. Kann ich etwas für Sie tun? Irgendetwas? Nein, ich habe niemanden. Ich wollte noch einmal ein bekanntes Gesicht sehen, bevor ich sterbe. Oh. Madam, das verdienen Sie nicht. Ich bin ein rückgratloser Gauner. Aber ich mache das wieder gut. Sie können in meine Wohnung ziehen. Ich werde mich um Sie kümmern. Es ist nicht besser, aber besser als das hier. Oh, Sie sind so ein netter junger Mann. Aber ich kann das nicht annehmen, mein Lieber. Sie haben Ihr eigenes Leben, um das Sie sich kümmern müssen. Ich bin alt. Ich werde nicht mehr lange auf dieser Welt sein. Madam, sahen Sie das nicht? Nein, hören Sie mir zu. Geben Sie sich selbst nicht die Schuld, junger Mann. Doch, doch. Davon abgesehen, ich werde bald meinen Ehemann wiedersehen. Madam, ich werde Sie jede Woche besuchen. Sie können mich jederzeit anrufen, wenn Sie reden wollen. Vielen Dank. Na, scheinbar. Wahrscheinlich sind sein Gewissen jetzt so. Doch noch so beeinflusst zu haben, dass er sich vielleicht doch nochmal für was Gutes entscheidet. Ich war so nah dran. Noch ein Name. Ein letzter Schubs. Aber irgendetwas hatte sich geändert. Irgendetwas in mir wollte, dass ich aufhöre. Ich ignorierte dieses Etwas. Ich hörte nicht auf. Mr. Jones war der letzte Name auf meiner Liste. So, dann würde ich jetzt eigentlich nur noch sehr gerne. Hier ist hier jemand. Hoch. Tür ist angelehnt. Ich bin mal so frei. Genau, ich wollte jetzt eigentlich nur speichern. Kommt hier jetzt noch raus? Na, könnte ich. Sehr schön.
Einmal helfen bitte. Und die speichert den Fortschritt. So, na dann, auf geht's. Was für eine Absteige ist das denn nun schon wieder hier? Ich gehe nochmal kurz zurück. Gucken, was haben wir hier? Ja, relativ lang Flur. Hier ist zugenagelt. Die Tür ist verbarrikadiert. Da komme ich nicht durch. Ja. Oh, das sind ja ein paar Kaschem hier. Naja, gucken wir mal, wo Mr. Jones ist. Jemand zu Hause? Hm? Nö. Was haben wir hier? An dem Bild ist etwas Seltsames. Vielleicht sollte ich es aus einem anderen Blickwinkel betrachten. So? Nee, okay. Hm, na gut, dann schauen wir uns mal den Rest des Flurs an. Hinter dieser Tür. Ach, Pierce, Pierce, Pierce. So, hier haben wir einen Musikslot. Eine kleine... Also eine Slotmaschine quasi. Und man denkt so, okay, das ist eine Musikbox, aber tatsächlich nein. Das ist ein einarmiger Bandit. So, ebenfalls verbarrikadierte Tür. Was haben wir hier für ein schönes Licht? Huh, was zur Hölle ist das? Sieht aus wie ein Drogenlabor. Was? Und der grüne Rauch? Ich sollte nicht daran riechen. Ach was, alles oder nichts. Wahnsinn! Okay, okay. Oh, so, aber fix hier. Na, Donnerlittchen. Und damit machen wir scheinbar die verbarrikadierten Türen auf. Schön. Sind die Augen so geil. So, was haben wir denn hier jetzt? Pilz? Ah, der Weg ist mit Pilzen blockiert. So, so. Und nun? Jetzt haben wir hier ein Loch. Oh, jetzt bin ich hier hinter der Wände oder was? Oder unten ein Eclairflur? Man hat es gerade unten halbwegs lesen können. Schade. An dem Bild ist etwas Seltsames. Vielleicht sollte ich es aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Okay. Heißt aus einem anderen Blickwinkel betrachten unter Drogen? Die Tür ist verbarrikadiert, ich komme hier nicht durch. Na, jemand hat so ein Meth-Töpfchen. Okay, jetzt könnte man... Ah, man kommt also nicht wieder zurück. Das ist ja interessant. Okay. Wo sind wir? Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Wahnsinn! Sieht fast so aus, als ob dieses Stück Bild blau leuchtet. Ich frage mich, ob das abgeht. Ah, schau dir das an. Du hast ein blaues Stück eines Bildes erhalten, okay? Schnell durch, oder was? Aha. Okay. So, jetzt schau ich mal, ob... Wartet das jetzt hier vorne, oder was? Moment mal, kann man jetzt hier so zurücklaufen? Ja, kann man. Ah, ich bin mir sicher, dass das Stück hier passt. Schau mal an. Kann ich jetzt hier in den Automaten ran? Wow. Erst jetzt an? Ich benötige eine Münze dafür. Hm, die habe ich nicht. Und das Bild ist weg. Okay. Okay, what's now? Ich brauche also irgendwo eine Münze. Hm. Oh, was war das? Oh, das hat mich jetzt gerade... So, nochmal auffrischen hier. Achso, ich muss hier eh jetzt warten. Ja. Kann ich hier irgendwas finden? Nö, ist nichts. Dann wieder durchkrauchen. Knister, knister, knister. Ein Stück fehlt. Ich riss es vorhin heraus. Ah, okay, alles klar. Okay. Na gut. Na. Hier drin. Wo soll ich hin? Hier muss ich wahrscheinlich rennen. Warte mal, ich kann doch hier rüber. Hier nebenan ist dann der Raum. Oder? Ja. Hier ist da so ein Meth-Türpchen. So, jetzt geh mal ran. Pierce, gib's dir. Ja.
Gut, jetzt kann ich doch durch. Nee, komm an den Pilzen hier nicht vorbei. Ah, okay. Da muss aber auf links sein hier. Um darin zu kommen. Donnerliedchen, du. Okay. Das wäre doch ein leichtes. So, hier rein. Hier wieder entlang. Oh, ist das eine Absteige, ey. Das ist ja ekelhaft. So, okay. Okay. Hier haben wir noch so ein Drogentöpfchen. Und hier? Nur staubige Bücher. Wie, was? Hier ist nichts. Hier ist nichts. Wofür jetzt der Eiertanz hier? Oh! Oh nein. Das ist gut. Soll ich mal Richtung Pilz laufen? Gib mir den Tod. Oh, was haben wir hier nochmal? Wahnsinn! Sieht so aus, als ob dieses Stück im Bild rot leuchtet. Ah! Frag mich, ob das abgeht. Du hast ein rotes Stück eines Bildes erhalten. Okay, cool. Na dann, laufen wir wieder zurück. Und versuchen wir mal ein Bild einzusetzen. Münze, wo kriegt denn hier in dieser absteigende Münze her? So, ich bin mir sicher, dass das Stück hier passt. Oh, es passt. Ah, okay, jetzt wird eine Tür draus. Auch nicht schlecht. Ich speicherte den Fortschritt. So, gibt es hier hinten irgendwas? Nee. Oh, was ist mit dir? Siehst aus wie einer von Kiss. Endlich. Hab ich sie gefunden. Bist du wegen der Party hier? Entschuldigung. Mein Name ist Pierce und ich, Price und ich arbeite für... Oh ja, du willst mir meine Bude wegnehmen. Ja nun, ich bin hier, um alles sicher über die Bühne zu bringen, sozusagen. Ja, das kann ich aber nicht versprechen. Warum? Ich bin verdammt aufgebracht. Noch einmal, warum? Eigentlich wollte ich eine krasse Abschiedsparty geben. Eine Nacht, an die sich jeder erinnert. Und warum geht das nicht? Ja, die lausige Band weigert sich zu spielen. Ich dachte, wir hatten eine Vereinbarung. Naja, aber sie meinen, sich nicht daran halten zu müssen. Ich verstehe. Aber du... siehst aus wie ein Typ, der weiß, wie man Dinge regelt. Vielleicht kannst du sie überzeugen zu spielen. Na, könnte ich wahrscheinlich, aber warum sollte ich? Vielleicht, weil ich ja sonst alles zerlege, wenn ich meine Party nicht kriege. Naja, wir haben eine Versicherung für so etwas. Sicher. Aber denk nur einmal an den ganzen Papierkram. Armwrestling mit den Versicherungsfirmen. Verlockend, nicht? Okay, sie haben mich überzeugt. Wenn ich also die Band hierher schaffe, werden sie sich benehmen? Natürlich. Ich halte mein Wort. Nun gut, wo finde ich die Band? Du hast Glück, sie wohnen nebenan. Die Tür nahe des Fensters im Hausflur. Na, ich werde sehen, was ich tun kann. So. Und hier, der King! Hey Mann, warum so ein langes Gesicht? Ach, wir sollten noch Party machen. Ich will tanzen. Okay. So, nehmen wir nochmal ein Drogentöpfchen. Was haben wir hier? Eine Tür? Erstmal so anschauen, bevor ich das alles im Drogenwahn durchrenne. Eine Menge Kisten hier. Ja, er packt wohl schon seinen Kram. Okay. Jetzt auf Drogen nach ihm annehmen? Oh, bitte, bitte. Ich muss einen Anruf machen. Wunderbar. Das macht $5, Sir. Oh. Ich habe kein Geld bei mir. Dann keine Anrufe. Tut mir leid, Sir. Oh. Was ist denn das für ein Stress? Ja, shit. Okay. Na gut. Dann schauen wir doch mal. So. Und wir suchen die Band.
Die Band war nebenan. Hier, glaube ich. Also, die einzige Tür, die zu ist tatsächlich. Hausflur nah am Fenster. Kann eigentlich nur hier sein. Ah, hier ist Price. Ich suche hier nach einer Band. Ist das die richtige Adresse? Ja, kommen Sie rein. Oh, für Trauerklöße, ey. Hey, so einen Fernseher habe ich auch. Na Jungs, ihr seht aber fesch aus, Alter. Abend. Abend. Ah, ich möchte, dass die Jungs auf einer Party spielt. Interessiert? Absolut. Wo und wann? Na, nächste Tür. Sofort. Oh. Also hat er dich geschickt. Ja, er war mächtig sauer, weil ihr euch weigert zu spielen. Ach ja? Gut. Wir haben allerdings gute Gründe. Er sagte zu, uns vor dem Gig zu bezahlen. Aber nun will er nur die Hälfte zahlen und den Rest später. Also, als wenn er das machen würde. Jeder hier weiß, dass er jederzeit zwangsgeräumt werden könnte. Deswegen bin ich hier. Ich soll mich darum kümmern, dass alles friedlich abläuft. Er verwüstet das Apartment, wenn er seine Party nicht kriegt. Das ist ja sehr erwachsen. Ja. Nun, ich würde auch nicht spielen, wenn ich du wäre. Er scheint kein vertrauenerweckender Typ zu sein. Aber, könntet ihr spielen? Nicht solange er uns nicht voll bezahlt, nein. Na, fair genug. Ich lass mir was einfallen. Ja, schön. Schön, schön, schön. Ich brauche jetzt also eine Münze und ich brauche noch Kohle für die Band, oder was? Ach, haben wir hier? Normalerweise durchwühle ich keine Abfalleimer. Natürlich, hast du schon mal gemacht. Aber hier scheint etwas Interessantes zu sein. Eine 5-Dollar-Note. Aha! Und das können wir doch dem Telefonvieh geben. Der wird doch noch 5 Dollar. Na, ich bin kein Dieb, wenn ich das aus dem Abfalleimer nehme. Das ist bestechende Logik, Price. Kann man nicht anders sagen. So, okay. Oder kann ich euch die Kohle geben? Na, ich sollte sie wegen dem Geld fragen. Wegen des Geldes fragen. Aber ich fühle, dass ich es brauche. Ja, schön. Schön, Band. Ne, wie immer. Band wird wieder nicht bezahlt. Es ist doch wie immer ihr Einleben. Okay. So, dann wackeln wir nochmal rüber. Kann ich die hier benutzen? Na, hier kann man nur Münzen reinwerfen. Ja, ist klar. Also, hier brauchen wir tatsächlich die Münze. So. Und auf geht's. Na? Okay, der Typ ist schon mal weg. Interessant. Stressig. Ich muss einen Anruf machen. Wunderbar. Das macht 5 Dollar, Sir. Einen Moment bitte. Das ist lustig. Ich weiß nicht, wen ich anrufen soll. Nun, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Sir. Na toll. Ja, ist schön. Wen wollen wir denn anrufen? Quatschen wir ihn mal ganz kurz an. Bevor wir durch diese tolle Tür gehen. Ich habe nichts zu sagen. Das ist schön. Wir sind draußen. Schau mal. Und hier, Captain Langens Gesicht. Mit Dave Britton und Moore. Hör mal. Ja, ist das nicht unser Gebäude da drüben? Ich habe da eine Idee. Ich könnte der Band einige gute Gigs versprechen. Elite-Gigs. Ich muss das erst mit dem Chef besprechen. Ich sollte sie auch anrufen. Dann ist also klar, wie wir anrufen sollen. Und zufällig ist die Nummer genau hier. Okay, ich hab's. Nun muss ich ein Telefon finden. Ja, nicht leichter als das. So, na gut. Aber ist schon wirklich der Nebenraum schon stressig, die 1000 Telefone. So, und ich hab natürlich... Ich muss einen Anruf machen. Wunderbar, das macht 5 Dollar, Sir. Hier, bitte sehr. Danke, Sir. Sagen Sie mir die Nummer und ich wähle sie für Sie, Sir. Hier, bitte. Danke, Sir. Ich wähle jetzt die Nummer. Büro von McDade, Mr. McDade, Bruton und Moore. Miss McCone hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Hey Jenny, ich bin's Price. Stellen Sie bitte meinen Anruf zu einem der Chefs durch. Natürlich, Mr. Price. Einen Moment.
Sohn! Schön mal wieder mit dir zu sprechen. Was macht der Job? Herr Bruton, wie geht es? Hören Sie, es gibt hier eine Band. Ich denke, Sie sollten sie einmal anheuern. Fred Gordon. Eine Band? Ja, kann sie denn auch echte Musik spielen? Welche Art von Musik wäre das? Echte Musik, nicht dieser Hipster-Scheiß. Haben Sie ein bestimmtes Genre im Sinn? Blues. Wenn Sie Blues spielen können, dann heuere ich Sie an. In Ordnung. Danke, Bruton. Okay, ich bin fertig. Vielen Dank, Mr. Telefonmann. Vergessen Sie das Wechselgeld nicht, Sir. Oh, ja, danke. Ah, und wir haben eine Münze. Na bitte. Oh, scheiße. Ach. Oh, ein bisschen Gas geben hier. Zap, 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 zap. Na kommt schon, Jackpot. Schau dir das an. Ich habe ein blaues Buch gewonnen. Yeah. Was für eine Art Maschine ist das? Okay. Gut, auf zur Band. Elite-Gags wurden versprochen. So, zack. Na Jungs, auf geht's. Achso, ich habe ein Angebot für euch. Ich arbeite für eine wirklich klasse Firma. Mhm. Dann und wann feiern wir super Partys. Wir sind definitiv interessiert. Also, wenn ihr zustimmt zu spielen, gebe ich euch die Nummer von meinem Chef. Aber es gibt einen kleinen Haken. Tatsächlich ist das wirklich so. Wenn du mit einer Band unterwegs bist, irgendwie sind Telefonnummern Gold wert. Aber hier gibt es einen kleinen Haken. Sie fragten, ob ihr Jungs wohl etwas Blues spielen könntet. Blues? Ja, ich habe schon mal davon gehört. Oh, ihr könnt kein Blues spielen? Vielleicht, wenn wir einige Noten hätten. Ihr Jungs habt aber Glück. Ich habe dieses Bluesbuch gefunden. Ach so, es ist kein blaues... ein blaues Buch entfernt. Ein Bluesbuch, wunderbar. Schön, das ist doch Humor. Wollt ihr es mal versuchen? Ja. Ja. Ich glaube, ich hab's jetzt. Was muss ich was machen, Mama? Ja, das ist toll. Okay, Jungs, lassen wir die Party beginnen. Und ich verspreche euch ein paar bombige Gigs. Ja, wisst ihr Bescheid, wenn ein Drogentöpfchen nebenan steht, wird eine Party werden. Aber zwar scheint irgendwie am nächsten Morgen keiner seinen Namen mehr wissen können. Träume doch schon wieder. Oh, ein Grammophon, eine Tür? Hallo? Oh, Miss Goodwin. Was hatten die da in der Hand? Eine Katze? Oder was ist das? Oh nein, wer bist denn du? Alle gewünschten Änderungen wurden ausgeführt. Danke, Mr. Brayton. Schauen Sie, ich habe einen Hasen, der mir Gesellschaft leistet. Ach, das ist ein Hase. Okay. Miss Chanel ist der Name. Nun, ich habe sie sehr lieb gewonnen. Und ich denke, sie wird mich überleben. Sehen Sie, das ist Hasendynamit. Was? Ich verstehe, Mrs. Goodwin. Tiere spenden ihren Besitzern großen Trost. Sie haben recht, Mr. Brayton. Ja, nun, Ihr Testament sollte ein gutes Zuhause sichern. Sollte es jemals notwendig sein. Das ist alles, was ich möchte. Es ist... Tut mir leid, die Zeit ist um. Das wären dann $500, Mrs. Goodwin. Oh, du schmieriger Kleiner. Oh, natürlich, Mr. Brayton. Oh, nu. Was zur Hölle ist das?
für ein Geräusch? Oh nein. Alle Arten von seltsamer Kram hier drin. Okay, ich muss wirklich nach nebenan. Nein. Es ist still. Der Fernseher macht nicht dieses Geräusch. Oh nein. Oh nein. Oh! What the face? Du hast recht, meine Liebe. Wie verrückt der Tag doch war. Oh, schau, mein Lieber, es ist unser kleiner Junge. Ich kann sehen, Schatz. Mama? Papa? Was ist das? Oh, ja, ich hoffe, wir haben dich nicht aufgeweckt, Liebes. Du hast was zur... Wir wollten dich überraschen, ich und deine Mutter. Wir wollten dir ein Frühstück bereiten. Ich kurz mir eben verraten, Alter. Okay, denk nach. Das passiert nicht wirklich. Du bist nichts weiter als mein Unterbewusstsein. Das ist richtig so. Wir sind ein Teil von dir. Aber was bedeutet das alles? Siehst du es nicht so? Das ist keine Arbeit für dich. Aber das weißt du schon, oder? Wir dachten, wir gehen sicher, dass du es verstehst, indem wir dir Schuld füttern. Deinen Elefanten. Es tut mir leid, Sohn. Ich weiß, es ist ein wenig extrem. Aber wir sind nur... Hört auf damit! Sofort! Oh, verdammt. Ich verliere meinen Verstand. Und das sollte mein freier Tag werden. Ich könnte auch versuchen, mich zu entspannen. Ich brauche Kaffee. Ja, komm. Okay, der Kaffee läuft durch. Ich muss wirklich wieder runterkommen. Ich bin so überarbeitet zurzeit. Es ist schon lange her, seit ich den Backofen benutzt habe. Ihn zu haben ist trotzdem schön. So, hier vorne leuchtet es so rot. Achso. Hier können wir noch was helfen. Können wir den Fernseher anmachen vielleicht? What is this? Huch, was ist das? Oh ja, ich habe ein Abo. Für die Tageszeitung. Das ist gut. Genau das, was ich gebraucht habe. Du hast deine Zeitung erhalten. Na, ich erfreue mich am Café, während ich die Zeitung lese. Der Café sollte nun fertig sein. Okay. Es geht doch nichts über einen freien Tag mit einer Zeitung und einem Tässchen Kaffee. Zeitung und Kaffee sind eine gute Kombination. Aber nur, wenn man sie nicht mixt. Na, ich brauche wie ein großer. Na also, ich werde mich an den Tisch setzen. Okay, do this. Ah, ja, verstehe. Es ist kühl hier. Ah, warmer Kaffee. Interessant. Sie wollen die Steuern auf Essen erhöhen. Was sonst noch? Mit dem Bau der neuen Autobahn wird begonnen. So. Ja. Ich glaube, sie kreuzt das alte Grundstück von Mr. Taylor. Ich frage mich, wie es ihm geht. Was ist das? Eine neue Tierart wurde gefunden. Das ist cool. Was wohl die nächste Seite versteckt? Oh. Das ist die Seite mit den Todesanzeigen. So viele Namen und Alter hier. Nancy P. Goodwin? Nein. Ich gab auf. Das Gewicht stürzte auf mich herab. Es verdrehte meine Seele wie nichts anderes je zuvor. In dem Moment traf ich eine Entscheidung. Ich würde meinen Job kündigen. Aber zuvor musste ich noch ihr Grab besuchen. Ah, Miss Goodwin. So, da geht's rein. Gucken, ob man hier noch weiterlaufen kann.
Jetzt auch nochmal rein. Und hier geht's nicht weiter. Richtung Teil 4. Bitte? Aber vorher speicherte ich einen Fortschritt. So, da vorne schaufelt eine. Ach, guck mal hier. Guten Abend. Schönes Loch haben Sie da. Danke. Ich muss auf die andere Seite. Haben Sie den Hinweis nicht gelesen? Wir haben geschlossen, sozusagen. Kommen Sie später wieder. Kann ich nicht ein... Nein. Oh. Hey. Da passiert irgendetwas beim Tor. Da versucht jemand einzubrechen. Na, darauf falle ich nicht herein. Nun hauen Sie ab und lassen mich arbeiten. Okay, hier haben wir einen Lageplan. Wir müssen den Totengräber also irgendwie beweisen, dass irgendwo einer einbricht oder was? Oder wir müssen ihn ablenken, damit wir da rüberkommen. Schauen wir doch mal. Ach nee, warte mal. Ha, ha, ha. Lass mal hier mal kurz hier an dem Haus mal schauen. So, gehen wir mal rein in die Hürde. Ich möchte Mrs. Goodfits Grab besuchen. Der Weg ist jedoch blockiert. Ja. Ja, vergiss es. So, was haben wir denn hier Schönes? Der Typ macht einem Angst. Ich sollte seine Sachen nicht durchwühlen. Mach es! Aber ich muss Mrs. Goodwin suchen. Alles oder nichts. Oh, das könnte nützlich sein. Wir haben einen Friedhofsschlüssel gefunden. Na, der ist auf jeden Fall nützlich, oder? So, haben wir. Aufgequollen, nicht verschlossen. Na, die Tür ist aufgequollen und verdreht. Ich kann sie nicht öffnen. Okay. Da brauchen wir etwas zum Öffnen. So, dann schauen wir nochmal. Da vorne war ja noch ein zweites Tor mit einer Kette drum. Dann gucken wir mal, ob wir da mit dem Friedhofsschlüssel durchkommen. Ach, die Arme muss es gut werden. Passt perfekt. Ich habe das Tor aufgeschlossen. Jedoch ist der Schlüssel nun verbogen und unbrauchbar. Das ist eine Gesetzmäßigkeit in Adventures. So, was haben wir denn da? Jetzt einfach quasi hinterm Haus, oder? Laut Karte. So. Hier haben wir noch eine Tür. Ich würde mal ganz kurz hier erstmal den Gang zu Ende laufen. Mal schauen, ob noch was kommt. Nee. Friedhof Teil 3. Das ist seitlich, okay. Wer bist denn du? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Aber Moment mal, ich kenne Sie. Aus dem Altenheim. Warum? Um Himmels Willen tun Sie das? Ich wollte meinen Ehemann besuchen. Aber Sie haben den Friedhof geschlossen. Ha! Sie denken wohl, Sie können mich stoppen. Niemals! Aber, Madam, Sie können nicht einfach so in Friedhöfe einbrechen. Beruhigen Sie sich. Und geben Sie mir das Brecheisen, bitte. Nein! Ich gehe nicht eher, bevor ich nicht mit meinem Ehemann war, bei meinem Ehemann. Beim Grab. Na, muss ich erst den Totengräber erzählen, was ich hier treiben? Ah. Weil ich es nämlich nicht möchte. Der Typ ist wirklich gruselig. Das stimmt. Wirklich. Hier, ich warte einfach bis zur Dämmerung. Fehlt mir die Oma. Danke, Madam. So, dann haben wir ein Brecheisen. Da würde ich doch mal sagen, damit probieren wir erstmal durch die olle Tür zu kommen. Schwupps, die Wups. Ja, die Wege sind schon recht lang hier. Aber Gott sei Dank haben wir schöne Musik. Muss ich so sagen, dass der Soundtrack von The Strain wirklich gut ist, mal jetzt von den Band-Geschichten abgesehen, irgendwie, sondern halt einfach, was so ambient-mäßig hier mitläuft. Das ist wirklich sehr schön. Das gefällt mir. So nun. So. Na, vielleicht kann ich die Tür mit dem Brecheisen aufstemmen. Öffne
jetzt. Ah, es hat funktioniert. Sehr schön. Ah, okay. Ich kann das Brecheisen hier nicht einsetzen. Was haben wir denn da? Jede Menge Gerümpel hier. Huch, was ist das? Du hast ein Brett gefunden. Ein Brett? Okay. Komm hier. Ach, da ist die Tür. So, wie kriege ich denn den Totengräber jetzt weg? Muss ich dem Totengräber jetzt von der Oma erzählen oder was? Sieht aber aus, ey. Aus wie Kane von Robocop. Entschuldigung mal. Ich denke nicht, dass er das braucht. Brecheisen über den Schädel ziehen. Sehen Sie? Ich habe dieses Brecheisen vom Einbrecher. Oh, Petze, ey. Das beweist, dass ich nicht lüge. Ein Eindringling? Nicht während meiner Schicht. Ah! Ich bin mir sicher, das Brecheisen würde hier nichts bringen. Okay, alles klar, denn das Brett. Ob das Brett wohl lang genug ist? Es ist. Es ist. Wie schön. So, auch hier würde ich mal ganz kurz erstmal bis zum Ende gehen. Ja, da kann man. Ah, hier ist eine Kette davor. Okay, jetzt sieht das mal. Wir haben ja auch keinen Schlüssel mehr. Überlege, könnte ich es aufbrechen mit dem Kuhfuß, aber das wäre glücklich. Oh, Quatsch. Geh mal durch. Ich werde zu Mrs. Goodwin. Und das war ich. Im Regen stehend. Irgendetwas passierte in dem Moment. Als ob ich ihre Präsenz spüren würde. Es ist schwer zu beschreiben. Ich weiß, sie machen mich für nichts verantwortlich. Aber es tut mir leid. Von dem bisschen, was ich von ihnen wusste, haben sie Besseres verdient. Ihr Tod war ein Weckruf für mich. Ich werde kündigen. Wo immer sie auch sind, ich hoffe, es geht ihnen gut. Ich bin mir sicher. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe dir etwas mitgebracht. Es ist nicht viel, aber. Oh, eine Kerze. Mögen sie ihren Weg jenseits erleuchten. Nun sie in Frieden, Mrs. Goodwin. Oh. Oh Mann. Ich sammelte all meinen Mut. Ich würde es jetzt beenden. Ich kann so nicht leben. Und so ging ich los, um meinen Chefs gegenüberzutreten. Ich ging, um zu kündigen. Aha, aha, aha. Aber vorher speicherte ich den Fortschritt. Hey Jenny, wie geht es? Ah, das ist Jenny. Schön, Sie zu sehen, Mr. Price. Haben Sie die Chefs gesehen? Nein. Ich weiß nicht, wo sie sind. Hören Sie auf, mich zu verhören. Hey, hey, hey. Beruhigen Sie sich, Jenny. Yes, yes. Tut mir leid, tut mir leid. Irgendwelche Nachrichten für mich? Nein, ich befürchte nicht. Okay, nun, lassen Sie mich wissen, wenn die Chefs auftauchen. Aber sicher, Mr. Price. So, gut, hier haben wir eine Tür. Ich fange mal hier vorne mit der Tür an. Hallo? Ah, das wird sie. Ah, ich bin versucht, aber ich mag keine öffentlichen Toiletten. Okay. Ansonsten, was haben wir hier? Ein Wasserspender? Es ist ein Wasserspender. Ja, ist noch etwas Wasser drin. So, was haben wir hier? Oh, guck mal hier. Huch, es ist offen. Okay, was soll ich damit anfangen? Salzstreuer haben wir gefunden. Na, wenn ich den Zähne jetzt salze, vielleicht wird das in Millionen Jahren durch das Eisen fressen. Ja, die Zeit muss man erstmal haben. Dann würde ich mal sagen, kann ich die anderen Safes, ich weiß nicht, öffnen können, aber fest verschlossen, das war schon klar. Da werden wir eine Kombination brauchen. So, was haben wir hier? Ich will jetzt keinen Kaffee trinken. Kann ich keinen Kaffee versalzen? Etwas Salz für den Geschmack? Fertig, okay. Okay.
Der ist zu salzig. Ja, das passiert, wenn man Salz hineinstreut. Okay, kann ich jetzt Jenny nochmal ansprechen? Hey Jenny, mit dem Kaffee stimmt etwas nicht. Ah, okay. Was ist damit? Er schmeckt komisch. Salzig gar. Ich habe genug von diesen Scherzen. Fein, fein. Ich sehe mal nach. Vielen Dank, Jenny. Jetzt an den Schreibtisch. Okay, was ist das? Ich glaube, damit stellt Jenny die Anrufe durch. Ah, ich stecke das blaue Kabel in die blaue Steckdose. Fertig. Und jetzt? Kann ich hier vorne was benutzen? Nö. Na gut, was haben wir hier noch? Oh, das Büro, Flur. Bruton. Okay. Junge. Ja. Mr. Taylor wartet am anderen Ende. Soll ich ihn durchstellen? Was? Schon wieder? Ah, ja bitte. Bruton. Hallo Bruton. Hier ist Taylor. Wie geht es, Mr. Taylor? Ja, ich kann ja verstehen, dass die Stadt eine Autobahn bauen will. Ich habe das auch akzeptiert. Was? Sie haben? Ja, aber ich denke, es wäre fair, wenn meine Hütte umgesetzt werden könnte. Ich meine, Sie brauchen nur mein Grundstück, nicht mein Heim. Ich kann arrangieren... Hören Sie auf! Dafür ist es zu spät und zu teuer ist es auch. Ich könnte für einige Kosten auf... Das wird nicht passieren. Ich schicke Ihnen meinen neuen Mann am morgigen Tag. Er wird sich vergewissern, dass Sie die Dokumente unterschreiben. Aber auf Wiedersehen, Mr. Taylor. Was für ein Arschloch. Ich habe nie bemerkt, dass er so unhöflich ist. Ja, der wäre jetzt gedacht, ne? Chef von dieser Größe, komm ja nicht ohne Weiteres dahin. Das ist ja toll. So, kann ich das... Es klingelt nicht. Okay. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Okay, dann geht man ins nächste Büro zu McDade. Hallo? Das klingelt nicht. Aha. Ah, der bringt hier schon mein Schild an, wa? Hey, fassen Sie ja mein Telefon nicht an. Entschuldigung. Wo ist denn sein Telefon? Bei Moore? Kann ich bei Moore? Nee, da wird wahrscheinlich auch noch nichts klingeln. Ah, oh, das klingelt nicht. Okay. Noch hier? Was ist da? Nichts Interessantes hier. Hey, fassen Sie ja mein Telefon nicht an. Entschuldigung. Wo ist denn dein Telefon? Müssen wir jetzt wieder runter zu Jenny? Haben Sie jetzt die Chefs schon gesehen? Nein. Ich weiß nicht, wo sie sind. Okay. Hier nochmal rein. Oh, schau mal. Safe Nummer 2 ist offen. Hier ist etwas. Es ist mein Kaffeebecher. Toll. Würde ich schließe meinen Kaffeebecher auch mal ein. Soll ich mir jetzt salzigen Kaffee holen oder was? Ja, ich wette, er ist nicht mehr salzig. Zum Kaffee kann man schwer nein sagen. Aber später vielleicht. Okay. Den brauchen wir die Tasche für was anderes, gell? Müssen wir draußen vielleicht an die Wasserspende damit gehen? Ah, hat jemand was dagegen? Ein Glas noch vielleicht. Oder ein Becher. Wie hat er jetzt? Wasser ist gesund. Noch ein wenig mehr. Okay. Muss trinken. Mehr trinken. Ich platze gleich. Was soll ich jetzt? Das Ding leer saufen oder was? Ups. Ich habe alles ausgetrunken. Und der Becher ist entfernt. Ah, es ist ein Wasserspender. Er ist leer und ich bin noch immer durstig. Wie bitte? Wie bitte? Okay, kann man jetzt Jenny sagen, Moment, das Ding ist leer. Hey Jenny, tut mir leid, Sie nochmal zu stören. Was ist es diesmal?
es ist kein Wasser im Wasserspender. Und ich bin durstig. Was? Wie? Ich habe die Flasche doch heute erst gewechselt. Ich weiß nicht. Okay, okay, ich gehe. So, jetzt muss ich bestimmt hier wieder. Kann ich hier? Okay, das Kabel steckt in der blauen Steckdose. Ich stecke es in die rote Steckdose. Fertig. Okay, gut. Dann düsen wir nochmal hoch. Und gehen wir zu McDate. Schauen, ob wir jetzt das Telefon benutzen können. Ist das der rote Raum? Ja, es ist der rote Raum. Es ist auch überhaupt nicht unheimlich. Ja. Mrs. Jones wartet dann mal am Ende. Mr. Jones. In Ordnung. Stellen Sie ihn durch. McDate hier. Hey Mann. Hier ist G-Bomb. Okay. G-Bomb. Ich habe noch kein neues Apartment gefunden. Können Sie die Zwangsräumung noch verschieben? Ja, nur einige Wochen, bis ich was anderes gefunden habe. Was noch? Möchten Sie, dass ich das für Sie mache? Soll ich vielleicht Ihre Hand halten? Und Sie über die verdammte Straße bringen? Rufen Sie ihn nicht wieder an! Ich schicke morgen jemand, der sich um die Dinge kümmert. Aber Mann, ich will wirklich... Leben Sie wohl! Ha! Lustiger Typ. Ah, ich fand den Typen auch nicht gerade toll. Aber das war einfach unnötig hart. Ja, that's true. Ja, was hast du gedacht? Du hast doch schon gemerkt, dass deine Chefs Arschlöcher sind. So, lass mich raten. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Hey, fassen Sie mir ein Telefon nicht an. Okay, ja. Wo ist denn sein Telefon? Dann will ich jetzt mal runterfahren und werde mal gucken, ob der nächste Safe vielleicht offen ist. Dumm. Yeah. Wunderbar. Was wird es diesmal sein? Mal sehen. Ein Lappen. Ja. Auch letztens stand ich an der Bank und mit drei Lappen und bittete um Verschluss. Mit einem Lappen. Ah. Toilette. Mal Jenny ein bisschen ärgern? Können wir das Klo verstopfen? Ja! Hat funktioniert! Hoffentlich verstopft das nicht die Toilette. Hoppla! Ja, Jenny. Viel Spaß damit. Oh, die Arme. So Office-Managerin, ey. Dann hast du hier so ein Knie wie Mr. Price. Jenny! Die Toilette ist verstopft. Können Sie mal mit der nachschauen? Was bin ich, ein Klempner? Schon vergessen, wir stellen hier... wir stellten vor kurzem einen Hausmeister ein. Ich rufe ihn einfach. Nein, nein, tun Sie es nicht. Na, ich wollte sowieso mit ihm reden. Also, kann ich ihm von der Toilette berichten? Das ist nett von Ihnen. Okay. Mr. Janitor? Auf Sie wartet den Job. So. Hey, passen Sie sich ja mein Telefon nicht an. Entschuldigung. Ja. Und nun? Na, irgendwas machen. Was ist denn hier eigentlich verzollt? Oh, wow. Was ist das denn da? Hm? Ach, sein Telefon hängt da. Ah, okay, 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 cool. Ich habe das Telefon ausgeschaltet. Und nun? Ach, jetzt, verstehe. Jetzt geht runter zu Jenny, sagt Jenny, dass der Hausmeister nicht rangeht oder was? Und das jetzt selber machen muss. Ich meine, ich hätte den Hausmeister von gesehen. Aber nun kann ich ihn irgendwo finden. Vielleicht sollten Sie ihn anrufen. Okay, eine Sekunde. Keine Verbindung mit dieser Nummer. Wahrscheinlich ist sein Telefon ausgeschaltet. Wie schade. Ja, wir müssen die Toilette wieder in Gang bekommen. Okay, ich gehe. Danke, Jenny. Sie sind wunderbar. Ich weiß. Jetzt, sie zieht's durch. Naja, die Ladies regeln das. So, von der roten zur grünen Steckdose. Fertig. Hausmeister. So übel. Was gibt's, Jenny? Mrs. Goodwin ist am anderen Ende. Kann ich sie durchstellen? Bitte.
Moore. Hallo, Mr. Moore. Goodwin hier. Goodwin hier. Wie geht es Ihnen, Mrs. Goodwin? Nicht sehr gut, um ehrlich zu sein. Meine Rente ist nicht besonders hoch. Und die Medikamente sind sehr teuer. Na, Sie hätten besser härter arbeiten sollen. Oh, Arsch, ey. Oder gesünder essen sollen. An Ihren Schulden sind Sie nur, Sie selbst schuld. Das ist nicht fair, Mr. Moore. Sie wissen doch, mein Ehemann starb. Und all die Bürokratie und verwirrten Gesetze. Na, nun, ich denke, dass es nicht fair ist, dass ich Erbschaftssteuer zahlen muss. Sie hätten den Papierkram ordentlich erledigen sollen. Es gibt Gesetze und die müssen Sie akzeptieren. Ich weiß, Mr. Moore, ich weiß. Der Grund, dass ich anrufe, ist, dass ich etwas mehr Zeit brauche. Ich muss einige Dinge klären und... Nein! Das Gesetz macht keine Kompromisse. Es gibt nichts, was ich tun kann. Sicherlich gibt. Auf Wiedersehen! Was für eine alte Hexe. Oh, Mann, oh. Die arme Mrs. Goodwin. Was geht hier? Mom! Geh und zeige es ihnen, Liebling. Dad! Der Moment der Wahrheit, Sohn. Da sind jetzt die Chefs. Ich gehe jetzt kündigen. Ich ging durch die Tür. Es war dunkel wie die Nacht und ich still wie ein Grab. Nur mein Herzschlag unterbrach die Stille. Ein, noch ein Schritt mehr. Und die Lichter gingen an, gefolgt von einem Ausruf. Überraschung! Die Band begann zu spielen. Luftballons schwebten zur Decke. Sie waren alle da. Meine Chefs, Jenny und meine Kollegen. Es brauchte einen Moment, bis ich realisierte, was los war. Ich habe mich selbst bewiesen. Die Party war für mich, für meine Partnerschaft. Ich atmete tief durch und schluckte. Ich wappnete mich, um lauthals zu kündigen. Aber dann passierte etwas. Ein purpurrotes, seidenes Tuch offenbarte sein Geheimnis. Ein neues Schild mit meinem Namen drauf. Gier zeigt sein hässliches Gesicht. Und mein Rückgrat brach wie ein trockener Zweig. Aber bekam sie nun ihre Partnerschaft? Was passierte dann? Ja, ich bekam meine Partnerschaft. Ich unterdrückte meine Gefühle, meine Schuld. Ich arbeitete noch einige Jahre. Möchtest du wirklich keinen Schluck? Nein, danke, Sir, ich bin im Dienst. Na, du hast doch nichts dagegen, wenn ich was trinke. Nein, gar nichts, Sir. Ich belog mich selbst. Es ist alles in Ordnung, sagte ich mir selbst. Ich blies immer weiter in den Ballon. Verstehen Sie? Ich kann nicht unendlich dehnen. Er kann sich unendlich dehnen. Mein Verstand zerbrach. Ich wurde nachlässig, verdammt. Vielleicht wollte ich das auch. Kurz danach wurde ich gefeuert. Und der Lebensstandard, an den ich mich gewöhnt war, ja, ich machte Schulden. Wirklich viel. Ich verlor alles. Ich fühle mich mies, dass ich ihren Besitz nun pfänden muss. Hör zu, Junge. Der Grund, warum ich dir diese Geschichte erzähle... Bitte sagen Sie nichts mehr, Sir. Du erinnerst mich an
die Zeit, als ich jung war. Ich gebe zu, ihre Geschichte gibt mir zu denken. Ich werde meine Karriere noch einmal überdenken. Das war wohl die erste gute Tat in meinem ganzen Leben. Bitte, denken Sie darüber nach, wenn du nicht so enden willst. Ich werde. Aber, na verdammt, ich hasse das zu tun. Aber Sie müssen hier am Ende des Monats raus sein. Ich kenne den Drill, Junge. Passen Sie auf sich auf. Tja. Alles wiederholt sich. Ich hoffe wirklich, dass er auf mich hört. Ich glaube, das war's. Oh, es ist kein Gashaufen. Damit kann ich mich nicht umbringen. Oh, was? Suche ich jetzt hier was zum Umbringen? Ich habe mein letztes Geld für die Schrotflinte ausgegeben. Alter, nein. Ich denke, es ist Zeit für sie. Kein Grund, in der Gegend herumzuballern. Oh Gott. Sollte mich jetzt hinsetzen? Ich könnte meine Depression lindern. Ach was. Die Flasche ist leer. Kein Whisky mehr für mich. Gibt's denn noch? Ist da eine Tür? Deprimierend. Einen Abschiedsbrief zu schreiben. Was habe ich zu sagen? Was kommt, das geht auch wieder. Scheiß drauf. Das hat erreichen. Du hast einen Abschiedsbrief geschrieben. Es macht keinen Sinn, den Abschiedsbrief zu verstecken. Okay. Wo sagt ihr Handy? Nein, ich behalte den Brief für mich. Oh. Wir stören den Kleinen jetzt. Na, ich fühle mich schlecht wegen ihm. Ich hoffe, es wird ihm gut gehen. Komm schon, Fahrstuhl. Ich möchte einfach nur hier weg. Tja, und so schließt sich der Kreis. Es endet, wie es begonnen hat. Ein Spiel von Jesse Makonen. Wahnsinn. Also, wenn wir eins daraus lernen sollten, sei gut zu deinen Mitmenschen, steck gar keine alten Menschen, denn verfolgen dich auch keine Zombie-Elefanten. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, ihr Lieben, oh, Miss Goodwin, dann lass doch einen Daumen nach oben da. Oh, wir können fahren. Schade, dass du Distrain... Achso, schade, dass du Distrain... Deluxe gespielt hast. Nein, danke. Es hat so einige Tassen Kaffee gebraucht, um das Spiel fertigzustellen. Ich hatte allerdings auch viel Spaß dabei und ein Sequel ist auch schon in Arbeit. Ja, Distrain 2 kommt. Ich möchte meiner Frau Jenny für die Unterstützung und meinen Kindern Reko und Minja, auch meinem Bruder Yuso, möchte ich für die QA-Arbeit danken. Den wundervollen Übersetzern möchte ich hier auch mal danken. Na, danke Ihnen für das Spiel in mehreren Sprachen verfügbar. Danke Ihnen. Ah, wo wir gerade von Ihnen reden, die Untertitel sind von deutscher Übersetzung von Sturmkönigsbokar. Alles klar. Das wäre alles. Danke. Ja, wie gesagt, ihr Lieben, wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Da würde ich mich sehr drüber freuen und wenn ihr wollt, sehen wir uns zu Distrain 2 wieder. Bis dahin. Tschüss.